Hallo, hier ist der Weltmerziehung24.de mit dem Tipp der Woche. Diese Woche geht es darum, dass dein Welpe höflich auf das Leckerli wartet und dir nicht einfach in die Hand beißt. Das ist ganz angenehm, wenn du ein Leckerli in der Hand hast und dein Welpe nicht einfach nach deiner Hand schnappt, nur weil da ein Leckerli drin ist. Und so geht es. Zuerst nimmst du das Leckerli in die Hand, zeigst es deinem Welpen und schließt die Hand zur Faust. Halte sie dem Welpen vor die Nase. Sage nichts, warte einfach. Und wenn der Welpe beißt, dann oder kratzt oder die Pfoten nimmt, dann beiß wirklich die Zähne zusammen und halte durch. Sag nichts und warte. Und sobald dein Welpe aufgibt, das heißt, der zieht sich zurück von deiner Hand, muss nur ein kleines Stückchen sein, lobst du ihn und gibst ihm das Leckerchen aus der flachen Hand. Und wenn das ganz gut klappt, dann wartest du einen Moment mit dem Lob, also es reicht nicht mehr, wenn er die Nase nur ein kleines Stückchen wegtut, sondern du wartest, bis er von deiner Hand weg in dein Gesicht schaut. Und jetzt erst lobst du ihn und er bekommt das Leckerli wieder aus der flachen Hand. Wenn das gut klappt, kannst du das auch noch versuchen, indem du das Leckerli auf den Boden legst. Kann dein Welpe sich auch da beherrschen? Okay, hier siehst du die Anfänge auf dem Video. Genau, und dann geben. Warten und lohnen. Zu spät. Super. Jawohl. Ja, das war's schon wieder für heute. Viel Spaß beim Training wünscht dir wie immer Claudia. Bei Fragen wende dich an claudia@weltmerziehung24.de. Und wenn du mehr Tipps und Trainingsanleitungen möchtest, dann schau vorbei auf www.welpenerziehung24.de. Und wenn du dich dort einträgst, dann bekommst du nicht nur alle Neuigkeiten mit, sondern obendrauf noch ein tolles Geschenk. Also jetzt eintragen, Spaß haben mit dem Welpen und toll trainieren. Tschüss!